Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir mal so ein bisschen meine Morgenroutine zeigen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, du siehst, ich sehe auch noch ziemlich zerzaust aus. Ich bin im Prinzip aus dem Bett gesprungen. Ich lege mir abends tatsächlich immer meine Klamotten so zurecht, dass ich das morgens nicht noch machen muss. Also ich kann dir auch gerne mal meine Abendroutine zeigen. Dann stehe ich auf, gehe ins Badezimmer, putze mir die Zähne. Wenn du wissen willst, wie ich mir die Zähne putze, kannst du hier oben mal vorbeischauen. Da habe ich ein ganzes Video zu gedreht. Und zwar mache ich das morgens sehr gerne mit der Arma Brush, weil es halt schnell gehen muss. Wenn du es tapern hörst, Sammy läuft hier so ein bisschen rum, denn der findet das total aufregend, dass ich hier meine Sachen hingestellt habe. Ja, als erstes käme ich mir die Haare, damit ich hier so ein bisschen eine Richtung reinkriege. Das heißt, ja, ich schlafe mit meinem Bommel und ich dusche ja abends. So sehen die dann morgens aus. Also das ist halt einfach noch ein bisschen feucht gewesen, dass die dann in den Bommel reingekommen sind. Dementsprechend sind die dann auch leicht wirr. In der Beautybox hatte ich mal diese Bürste von Parsa drin. Die benutze ich nur, wenn ich meine trockenen Haare bürste. Und halt nicht für meine feuchten Haare, weil bei meinen feuchten Haaren fühlt sich das irgendwie nicht so schön an. So, dann kämme ich mir jetzt einfach mal die Haare. Ich habe hier unten meinen Spiegel stehen, deswegen gucke ich da auch immer rein. Weil ich, weiß ich nicht, gucke das immer im Spiegel an. So, dann habe ich die Haare gebürstet und mache mir dann wieder meinen Bommel. Dafür habe ich hier von Invisibobble einfach aus einer Box so ein Invisibobble. Ein Original Invisibobble mal. Das hält auch ein bisschen besser als die Nachmache. Dann korrigiere ich den noch so ein bisschen, wenn ich in den Spiegel gucke und habe dann einfach meinen Bommel sitzen. Joa. Sammy legt sich hin und beobachtet mich jetzt mal. Er ist sonst im Badezimmer nie mit dabei, weil Badezimmer und Sammy sind keine Freunde, denn Sammy hasst Wasser. So, als nächstes mache ich mein Gesicht ein bisschen fresh. Dafür nehme ich ein sanftes Micellenwasser von BB aktuell. Das ist dieses hier. Und eins von meinen wiederverwendbaren dünnen Pads. Mache mir dann auf die raue Seite ein bisschen was drauf und gehe damit einfach über mein Gesicht einmal drüber. Einfach, um nochmal so ein bisschen fresh zu sein. Das ist auch meine Morgenroutine, wie ich die wirklich jeden Morgen mache, bevor ich zur Arbeit fahre. Ich stehe immer so ich versuche, um 5:45 aufzustehen, weil ich um 7 ungefähr aus dem Haus muss und dann möchte ich das alles ein bisschen entspannter haben. Aber manchmal wird es dann doch eher so halb 7, manchmal auch 6:45, dann wird es ein bisschen stressiger, aber das geht wohl. Als nächstes verwende ich ein Gesichtsserum. Da habe ich jetzt hier heute mal ein neues, weil mein anderes ist leer gegangen, von Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharged Konzentrat. Ja, ne, das ist einfach ein Feuchtigkeitskonzentrat, das ist so ein kleines Pröppchen und das mache ich mir einfach auf mein Gesicht. Ist halt so ein kleines Gel, was da so rauskommt, ne? Und das gebe ich mir einfach mal auf. So, 4 Punkte und dann wird es verrieben. Einfach um die Haut mal so ein bisschen auf den Tag vorzubereiten, ein bisschen Feuchtigkeit geben und ein bisschen das Ganze zu aktivieren. So, dann zwischenzeitlich trinke ich mir übrigens auch immer gerne einen Kaffee. Da habe ich hier meinen Kaffee. Als nächstes verwende ich eine Augencreme, weil, wie ihr seht, ich habe morgens dann immer sehr kleine Augen. Ich bin einfach auch dann sehr müde. Dann nehme ich hier aktuell von Oda's Eyes das Firming Eye Serum. Gebe mir dann unter jedes Auge 3 Punkte. Und massiere mir das ein. So. Dann gebe ich mir eine Feuchtigkeitsgesichtscreme auf. Da habe ich hier von I+M aus Berlin kommt die Marke tatsächlich. Feuchtigkeitscreme Freistil Sensitive und das sieht aus wie R2D2. Meine R2D2-Creme. Sammy läuft gerade hinter mir her. Das ist auch eine interessante... Was machst du denn da, Mausi? Was machst du denn da? Ist geheim, ne? Oh, die riecht dann immer so gut und ich mag das, wenn ich dann morgens so ein bisschen noch was Schönes rieche, schöne Gerüche habe. Alles ist sanft zu mir, das finde ich gut. Ich brauche das nicht, dass ich morgens so einen Energiekick bekomme oder so, dass ich mir irgendwie
eiskalt durchs Gesicht wasche oder so, das ist nicht so meins. So, während das Ganze einzieht, nehme ich einfach mal hier einen Lippenpflegestift. Da habe ich von Balea Vanilla Chai und Kürbis ein, den ich dann immer verwende. Und den hatte ich mal in einem Tauschpaket, da ist auch nur noch so viel drin. Und den trage ich mir erstmal auf, damit die Lippen erstmal gepflegt werden. Zwischenzeitlich einen Schluck Kaffee. Dann benutze ich ein Deo. Da habe ich jetzt aktuell von Dove Wintercare Limited Edition mit Pflegecreme. Das ist mit Jasmin und Puderduft und das kann ich morgens richtig gut haben. Einfach so sanft. Alles muss sanft sein. So. Ha. Dann fühlt man sich auch schon wieder ein bisschen frischer, ne? Das ist auch ganz nice. So, als nächstes möchte ich gerne meiner Gesichtshaut ein bisschen Perfektion verleihen. Dann nehme ich einfach von Catrice den One Minute Face Perfector. Ja, und den verwende ich sehr gerne. Das sieht man, da ist eine gute Kuhle drin und gebe mir das einfach auf mein Gesicht. Das ist einfach nur, man sieht es nicht wirklich, aber es perfektioniert die Haut schon. Es sieht dann einfach natürlich schön aus. Und das gebe ich mir halt auch als, ich sag mal, Concealer-Ersatz ein bisschen unter die Augen und einfach im ganzen Gesicht. So sieht das Gesicht dann ein bisschen mattiert aus, ein bisschen ebenmäßiger, gleichmäßiger und ja, frischer. Zwischendurch einen Schluck Kaffee. So, dann ist Zeit, um meinen Blick ein bisschen wacher zu gestalten. Dafür verwende ich tatsächlich zwei Produkte. Das sind meine All-Time-Favorite-Produkte. Nicht die Produkte an sich jetzt, die ich jetzt hier in die Kamera halte, sondern immer eine Mascara und immer ein Eyeliner. Da habe ich jetzt hier als Mascara die Catrice Glamour Doll Boost Lash and Growth Volume Mascara. Die hat ein Gummibürstchen, die ist sehr freundlich und die geht einfach im Alltag auch sehr schnell. Und genauso auch von LA Health and Beauty, den Deluxe Eyeliner, Filz Eyeliner. Ich dachte letztens in dem Video, dass er leer gehen würde, aber da kommt noch was. Der war nur ein bisschen zickig und den habe ich wieder reaktiviert. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann ziehe ich mir erstmal einen Eyeliner. Und das reicht mir so. Also ich ziehe den jetzt nicht mit Wing oder so. Ich mache das einfach nur, damit so ein bisschen der Wimpernkranz verdichtet ist. Boah, ein bisschen, hier kann auch was. Aber ich mache das nur bis zum Ende meines Lides. Einfach, damit es nach was aussieht. Ne? Es ist dezent, aber es ist da. Nochmal Kaffee. Jetzt kommt die Wunderwaffe zum Einsatz. Ich finde, die Mascara macht, also allgemein, Mascara macht immer schon viel, viel und macht den Blick einfach wacher und sorgt dafür, dass man, ja, dass man weniger müde aussieht. Ganz einfach. So, dann gucke ich mich immer noch mal so ein bisschen im Spiegel an, ob ich meine, okay, vielleicht sind meine Wimpern doch nicht so symmetrisch geworden, weil morgens ist das immer noch ein bisschen anders, ne? Da ist man noch nicht ganz so wach. So wäre ich jetzt tatsächlich auch mit meinem Augenlook und wie auch immer für den Alltag zufrieden. Ich mache das jetzt auch, nein, ich trinke mir erstmal einen Schluck Kaffee. In letzter Zeit mache ich das sehr gerne, dass ich noch einen Blush benutze, weil jetzt gerade im Winter finde ich, dass ich sehr fahl aussehe und ich gebe mir noch gerne ein bisschen Frische mit ins Gesicht. Da habe ich hier von Seraphine Botanicals Litchi and Gold Healthy Glow Rose Gold Blush. Und ja, verzeiht es mir, aber den benutze ich einfach ständig dafür, deswegen ist der auch einfach dann eingefärbt. Der wird einmal in der Woche gewaschen, aber wenn du den täglich benutzt, ne? Ich habe jetzt keinen Bock, den jeden Tag zu waschen. Genau, das ist ein Pinsel von Luvia aus der Prime Vegan Reihe. Das Pinselset verlinke ich dir wie immer unten bei meinen Lieblingspinselsets. Und da gebe ich mir einfach nur ein ganz bisschen auf die Wange. Und habe dann einfach so ein bisschen Frische noch mit dabei. Und es sieht halt jetzt nicht irgendwie künstlich aus oder so. Ich finde, es sieht einfach natürlich aus, dass man so ein bisschen Farbe noch ins Gesicht bringt und ja, das soll im Prinzip auch nur für morgens sein, wenn man morgens einfach noch aussieht wie dahingerotzt und mal so ein bisschen Frische optisch haben möchte.
Genau. Also, ne, die Reste des Pinsels werden verstrichen. Im Prinzip bin ich einfach nur für jede Seite einmal reingegangen und dann verwische ich das noch so ein bisschen grob und dann ist das schon fertig. Ja, dann kommt der Schmuck. Da habe ich einfach drei Ringe, also einen so einen Daumenring von Fossil. Ein Ring für meinen Ringfinger auf der rechten Hand, den habe ich zum Einjährigen von meinem Freund bekommen. Und dann habe ich hier noch von Goody Do einen für meinen kleinen Finger. Den finde ich einfach süß. Und immer wenn ich den sehe, denke ich an meinen Hund. Ja, dann kommen Ohrringe. Da bin ich auch sehr, sehr langweilig. Das habt ihr wahrscheinlich in meinen Videos auch gesehen. Meistens habe ich einfach nur so Ohrstecker, aber jetzt nichts Besonderes. Da habe ich ja zwei große Löcher oder zwei normale Löcher hier. Und hier auf meiner rechten Seite habe ich noch ein weiteres Ohrloch, weil ich mich auf meiner linken Seite damals nicht getraut habe. Aber mittlerweile finde ich es ganz cool, dass es so asymmetrisch ist. Das gefällt mir. Noch einen Schluck Kaffee. Und dann ist der Kaffee schon leer. So, last but not least würde ich mir jetzt ein Parfüm auflegen. Tatsächlich ist es so, dass ich ja, ich habe euch das ja in meiner Parfümsammlung gezeigt, habe ich ja eine ganze Reihe. Da benutze ich dann für jetzt, für diese aktuelle Zeit, so das La Vie est Belle zum Beispiel von Lancôme. Ich habe jetzt aber von der Firma Uniq ein Paket zugeschickt bekommen und das möchte ich jetzt in diesem Video mal mit dir zusammen aufmachen. Und jetzt bräuchte ich ja im Prinzip für meinen Arbeitslook einen Duft, der auch entsprechend leichter ist. Ich blende euch hier mal so einen Gutscheincode ein, den du verwenden kannst. Dann bekommst du auch ein kleines bisschen Rabatt, wenn du dort bestellen würdest. Und ja, 17,95 € kostet das, wenn du halt monatlich dich entsprechend beliefern lässt. Und du bekommst das auch in einem Samtsäckchen, was ich hier auch habe. Das ist cool. So, dann gucke ich hier mal rein. Oh, wow. Guck mal. Ist das nicht wunderschön? Das finde ich richtig schön. Es ist rosa. Es gefällt mir. Natürlich gefällt mir das. Genau, und diesen Zerstäuber bekommt man auch mit dabei. Also da musst du auch nichts für bezahlen. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, es kommt halt immer in so einem Filzsäckchen. Und so wie ich das gelesen habe, bekommst du dann auch, wenn du das halt regelmäßig geliefert bekommst, beim ersten Mal natürlich so einen Zerstäuber mit dabei und jeden siebten Monat halt einen neuen. Wichtig ist auch. Was mache ich hier mit meinem Pulli? Wichtig ist auch zu wissen, dass man tatsächlich auch 100% Originale bekommt. Also das sind jetzt keine Dupes oder sowas. Das sind wirklich Originalparfüme, die unfassbar teuer wären, wenn du dir so ein ganzes Moped kaufen würdest. Du bekommst dann immer so einen Monatsvorrat. Das ist, ja, ich weiß nicht, 8 ml müssten dann hier drin sein. Genau, so sieht das dann aus. Da kannst du 120 Mal sprühen und es reicht normalerweise für einen Monat auch. Also im Prinzip 4 Mal sprühen pro Tag und ich finde, das reicht. Wenn das halt so Düfte sind, die auch länger halten, also die dann dementsprechend auch gut sind, was sie sein sollen, dann finde ich das cool und dann wird es auch reichen. Kann man sich schön durchtesten, ne? Und wenn man dann sagt, oh geil, der Duft gefällt mir richtig gut, kannst du dir den entweder im nächsten Monat nochmal holen oder du holst dir den in groß tatsächlich, aber das kostet dann ein bisschen mehr. Aber es kostet nicht so viel, als wenn du dir irgendwie eine große Flasche geholt hättest und die dann doch nichts gewesen wäre. Cool finde ich auch, dass sie mir gesagt hat, dass es theoretisch jederzeit kündbar wäre. Dass du, wenn du sagst, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, dass du sagst, nee, komm, ne, hast aber keine Kündigungsfrist. Also das ist dann ruckzuck direkt beendet und du musst dich da nicht irgendwie länger mit rumschlagen, wenn du es nicht mehr magst. Ach, guck mal. Das finde ich cool, das kannst du so rausdrehen. Und wie könnte ich das jetzt wechseln? Oh, das ist auch einfach. Das kannst du einfach rausziehen. Das finde ich auch cool. So, dann schaue ich mal eben, was ich hier alles für Düfte habe. Und dann schaue ich mal, welchen von den Düften ich jetzt auftragen möchte. So, als erstes habe ich Simone. Ich halte das mal so rein, ne? Simone Andreoli, L'Or du Silage, Scent of French Riviera. Läuft, okay. Okay, das riecht sehr, sehr angenehm. Aber schon ein bisschen schwerer. Das hat auch so eine herbe Unternote, würde ich mal so sagen. So geil, wie ich mir einfach das Ding an die Nase halte. Aber ich versuche es halt, ne? Es riecht gut. Aber ich glaube, dass das eher was für einen Abend für mich wäre, tatsächlich. Dann gucken wir uns mal das nächste an. Hier habe ich dieses hier: Histoires de Parfum. This is not a blue bottle 1.3. Dein Duft für diesen Monat. Dann gucken wir mal. Und dann setze ich den hier mal ein. Interessant, so ein Unisex-Duft, ne? Es gibt auch Parfüms für Männer dort, also für Männer und für Frauen. Nur zur Info, ne? Also wenn du ein Mann bist und oder deinem Mann vielleicht sowas schenken möchtest, kannst du das auch tun.
Ja, also da muss ich sagen, das riecht mir persönlich tatsächlich zu männlich. Also das ist eher was für meinen Freund und weniger was für mich. Das ist wirklich männlich. Also nee, solche Düfte mag ich nicht so gerne. Ich bin ja eher so mädchenhaft unterwegs und mag es dann auch lieber, wenn das ein bisschen blumiger ist. Und dann habe ich hier dieses schöne Parfüm. Das ist Delina Parfum de Mali. So sähe das dann auch im Original aus. Und ich glaube, dass das hier allein vom Optischen her meins wäre. So, auch den setze ich hier in meinen schönen pinken Zerstäuber ein. Der riecht sehr süß und den werde ich jetzt tragen. Boah, riecht der gut. Boah, der hat was von Erdbeere. Boah, richtig geil. Der riecht richtig schön fruchtig und das ist meins. Das ist vollkommen meins. So sanft. Meine Güte, der Duft, der packt mich in eine rosa Wolke. Geil. Oh, liebe ich. Ich sprühe mir auch immer einen Sprüher in die Haare. Fragt mich nicht, warum. Dann mache ich mir einen hier auf meine Handgelenke, die ich so zusammenwappe. Genau, also für mich reichen im Prinzip immer drei Sprüher aus morgens, weil man ja auch nicht zu sehr eingedieselt sein möchte. Ja, ihr Lieben, und das war jetzt tatsächlich meine Morgenroutine, wie ich dann quasi zur Arbeit gehe. Also jetzt würde ich mich einfach aufmachen und losziehen, mein Frühstück und mein Mittagessen einpacken in meine Tasche und dann losfahren. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!